Du sagst doch immer, dass wir die Generation Porno sind und dass alles so super übersexualisiert ist, die Werbung und alles. Die wollen uns ausziehen und wir wollen uns anziehen. Dafür hast du doch demonstriert, dass Frauen ein Recht über ihren eigenen Körper haben. Wenn nicht, dass sie ein Recht darauf haben, ihn zu verhüllen, damit Männer nicht geil werden. Alter, Mama, bitte. Schau, wir haben zu tun, Lehrerin gesagt, okay, wir gehen schwimmen, aber im Burkini. Und sie hat gesagt, Burkini ist nicht erlaubt. Das da, das alles ist erlaubt, aber der Burkini nicht? Was ist denn das für eine Logik? Ganz ehrlich, darf man nur schwimmen gehen, wenn man allen alles zeigt? Wie bei Germany's Next Topmodel, wo sich immer alle ausziehen müssen, damit sie eine Persönlichkeit haben. Irgendwas ist passiert zwischen oben ohne und dem da. Aber was? Findest du den besser oder lieber den grünen? Dazu habe ich ehrlich keine Meinung. Was haben wir jetzt von denen Gutmenschen? Sonst dort bleiben, wenn sie sich nicht intrigieren können. Hm? Entschuldigung, wo genau soll meine Tochter bleiben? Ich red mit ihrer Tochter, Biffke. Bitte? Gib bitte. Ich meine, siehst du das? Weißt du, was ich meine? Stell dir vor, dass eine Frau aus Syrien passiert. Was, wenn ich ein Flüchtling wäre? Du bist aber kein Flüchtling. Allah, der Barmherzige soll sie recht leiten. Na ja, so weit kommt's noch. Gibt's ja nicht. Was ist hier los, bitte? Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah. Aha. Was heißt denn da aha? Die Nina ist zum Islam konvertiert, online. Es geht tatsächlich, ich hab's gegoogelt. Ich heiße ab jetzt Fatima. Sie hat öfter solche Spleens, es geht aber wieder vorbei. Bismillahirrahmanirrahim. Du bist so gestört. Und du bist eine Rassistin. Hauptsache, man glaubt an irgendwas. Die Nazis haben auch an irgendwas geglaubt. Niemand weiß, was seine 16-jährigen Kinder so treiben. Die hat schon angefangen, mit Bomben zu basteln. Und jetzt ist sie im Entschärfungsdienst im Bundesheer. Bundesheer? Die 16, da machen sie sowas. Das habe ich ja auch noch verstanden, Drogen und Schule schwänzen. Aber jetzt sich hier so einen religiösen Zwang unterwerfen? Der Islam ist gerade voll Hipster geworden. Na, was kommt als nächstes? Heiraten? Bringen Sie Ihre Tochter zur Vernunft. Sie sind die Moslems. Für Sie ist das Kopftuch normal. Es gibt für alles eine Lösung. Verbote sind es nicht. Irgendwas ist passiert zwischen oben ohne und dem da. Aber was? Alim Allahu Alim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam heißt das. Immer leichter auf ein Faschingsknast? Na, wir müssen zur Hochzeit unserer Tochter. Und wir haben es auch ziemlich eilig.